Für die anstehenden Gemeinderatswahlen am 28. Februar präsentiert die Bürgerliste Wattenberg stolz und voller Enthusiasmus, wofür sie steht und ihre Ziele. Dass sich die Liste zu Recht Bürgerliste nennt, ist nicht zuletzt deshalb, weil sich Bürger für Bürger einsetzen. Ihren Leitspruch "Gemeinsam aktiv Zukunft gestalten" nehmen die Mitglieder der Bürgerliste, allen voran Bürgermeister Franz Schmadl, sehr ernst. Die Gemeinde Wattenberg ist eine Wohnsitzgemeinde mit einer sehr hohen Lebensqualität. Mir ist es wichtig, die Lebensqualität zu erhalten und auszubauen. Ich merke, dass viele junge Leute bei uns einen idealen Platz zum Wohnen sehen. Wir als Bürgerliste und ich als Bürgermeister, wir sind bemüht, dem Wunsch entgegenzukommen und versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, damit viele ihr Eigenheim errichten können in Form von einem Einfamilienhaus oder durch den Kauf von Wohnungen. Ich will mit dem Team der Bürgerliste Wattenberg Möglichkeiten schaffen, dass sich junge Leute ein Einfamilienhaus errichten können oder sich eine Wohnung kaufen können. Mit der Wohnanlage Group haben wir ein Projekt, wo wir für einen längeren Zeitraum Eigentums- und Mietkaufwohnungen zur Verfügung stellen können. Bei der Finanzierung von solchen Projekten ist es uns immer ein großes Anliegen, dass wir sie so finanzieren, dass für die Gemeinde Wattenberg keine Belastungen hängen bleiben. Das haben wir versucht, in den letzten zwei Jahren immer wieder unter Beweis zu stellen, und es ist uns bei Investitionen mit einem größeren Umfang auch immer sehr gut gelungen. Mit der Sanierung der Volksschule und der Aufstockung der Turnhalle ist uns als Bürgerliste wichtig, dass wir das Projekt in einem Zug umsetzen können und gleichzeitig auch das Feuerwehrhaus mitsanieren. Mit dem Projekt, das wir also in den nächsten paar Jahren umsetzen wollen, schaffen wir Platz für die Schule, schaffen Platz für die Vereine, für die Musikkapelle und auch für die Feuerwehr. Gerade in einer ländlichen Gemeinde wie der Gemeinde Wattenberg ist eine schnelle Internetverbindung total was Wichtiges. Und in den letzten Jahren sind sehr viele Kabel verlegt worden, um das schnelle Internet zu gewährleisten. Wir planen den Ausbau der Internetverbindung, Glasfaseranbindungen für die öffentlichen Gebäude und ein freies WLAN in den öffentlichen Gebäuden. Tradition und Kultur sowie die Gemeindeveranstaltungen seien uns wichtig. Das Familienfest, das Kulturwochenende sowie die Gesundheitswoche sind von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Wattenberg bedeutet für mich Heimat. Dass die Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen können, bei uns herum in Kindergarten und in die Schule gehen können und dass die Familien gefördert werden, das ist mir ein großes Anliegen. Eine Herzensangelegenheit ist für mich die wunderbare Kultur. Wunderbare Kultur deswegen, weil die Gemeinde Wattenberg 11 wunderbar gepflegte Kapellen hat, die über die Gassen erwandert werden können. Deswegen der Begriff wunderbare Kultur. Die Vereine von Wattenberg pflegen die Gassen und erhalten sie und werden von der Gemeinde dafür entschädigt und gefördert. Und das soll auch beibehalten werden und ausgebaut, nach Möglichkeit. Durch die Gesprächsbereitschaft von Bürgermeister Franz Schmadl zu allen Themen mit allen Beteiligten sind viele schöne Projekte entstanden und auch schon umgesetzt worden. Ich sage gleich einen Weitwanderweg dazu. Ich bin gern im Team von der Bürgerliste Wattenberg und würde gern aktiv die Zukunft für Wattenberg mitgestalten. Bitte geht's zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar und schenkt mir und unserer Bürgerliste euer Vertrauen.